Willkommen zurück zu Die Horde. Von Lordaeron. Nee, ist was anderes. Ja, es kann sein, dass die Stimme ein bisschen kaputt ist. Die ist leider weg. Macht nichts. Ich hab Bock. Nein, eigentlich habe ich nicht Bock. Ich habe hier Angst. Hä? Ach so. Ah ja, genau. Wir sind in der Wüste. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wir haben gemerkt, ist ziemlich heftig. Dritter Punkt, Wasser. Weder krasse Bäume noch krasse Felder oder sonstiges Krasses. Stimmt, im Sumpf. Moment, das möchte ich hinsetzen. Im Sumpf waren es die Bäume, die angeblich mehr oder weniger ja, mehr Wohnfläche geboten haben. Hier ist es jetzt im Sumpf das Wasser. Und man es verdunstet vielleicht auch, deswegen am besten größere Seen anlegen. Schätze ich mal, oder zumindest breite Pfade. Ich denke mal, das ist das, worum es hier geht. Da werde ich mir auch mal die Kühe sparen. Ich werde es mal quasi in ein Wasserparadies verwandeln und ich möchte wissen, ob es das ist. Weil das hat uns das letzte Mal, glaube ich, richtig Kohle gebracht. Am Schluss, obwohl ich nur eine Kuh und ein Feld hatte und hatte trotzdem plötzlich, ja, 283 oder 383 sogar am Schluss im Winter, weil ich das sage und weil wir sonst nichts hatten. Und plötzlich hatten wir Fettgeld und wurde was abgezwackt. Ist egal. Ja, wir schauen mal, was ist mit Jahr 2. Oh, wir sind sogar krepiert, wir wurden kaputtgeschlagen. Das dünkt mir auch noch. Naja, wir hoffen und bangen weiter. Denn leicht ist das trotzdem nicht. Ist irgendwie ganz schön frech, dieses Spiel. Können wir uns leisten? Nix. Außer einer komischen Bombe. Wir wollen nicht speichern, wir wollen kämpfen. Ah ja. Ach ja, das geht ja direkt weiter. Oi, oi, oi. Halt! Nicht die Maus. Was macht die Maus? Wir braucht schon. Ach, können wir das auch. Ach, warte mal. Wir auch. Na, es beißt sich ein bisschen. Ich bleib bei Maus bei der Tastatur. Das ist quasi wieder die, na, die Tastatur-Only-Challenge. So, wir haben da Wasserflächen. Ich schätze einfach mal, dass wir einfach Wasserflächen aufbauen sollen oder so. Vielleicht. Vielleicht auch so, dass man da unten irgendwie anknüpft. Ist das vielleicht die Idee? Zusammenhängende Geschichten? Und irgendwas war mit einem Wind. Irgendwas war. Genau, irgendwas in Wind und na, irgendwas mit nicht Shai-Hulud, sondern der Muad'Dib oder sowas, wurde ja auch schon angesprochen. Glaube, das hat was mit Dune zu tun. Könnte es, man weiß es nicht. Gut, vielleicht noch ein Bogenschütze, nicht Schütze. Wenn wir schon dabei sind. You can count on me. Aber Wasserpflanzen sind vielleicht auch gar nicht so schlecht. Vielleicht sind die Pflanzen das, was Brondo und so braucht. Halt, das nehmen wir mal weg. Ich mache einfach mal, ne? Komm schon. Kriegt man das noch hin? Oh, boah, ich wünschte, das würde schneller gehen hier, die Geschichte. Dass man da schneller sich fortbewegen kann. Oh, komm, noch ein bisschen noch. Da wollte ich es eigentlich nicht haben, aber ist egal. Oh, der Kampf. Wir legen los. 10 Hortlinge. Nicht, schlag doch nicht die eigenen Typen kaputt. Feind kommt wie immer von oben. Das ist bedenklich. Sie richten sich schon mal aus. Das ist auch krass. Na? Hat mir gerade der eigene ins Kreuz geschossen? Au. Boing, sagen sie. Lass das. Das hört mir aber auf. Sag mal. Oh. Total Crowns 41. Verdammt. War das doch nicht das Rätselslösung? Auch nicht, doch. Kania Desert Spring. Okay, ich habe nichts vom Wasser.
schauen uns das Ganze über die Karte an. Aber okay, wir haben doch die Felder jetzt. Okay. Ich habe halt echt keine Ahnung. Ich verbinde die zwei jetzt einfach mal hier. Und entlang des Ganzen mache ich die Bäume. Schön dahin, wo es Platz hat oder so. Wieso habe ich denn alle meine... Das ist doch jetzt nicht wahr. Wo sind meine Soldaten? Ich habe sie nicht bezahlen können. Ist das der Grund? Ich hätte die Kuh verkaufen sollen. Vielleicht wäre das der... Ist das der Dreck? Au. Was ist das? Und du hast den los? Du mieses Stück. Nein! Oh, Miststück. Schon wieder Wind. Au. Oh, die hauen die richtig rein. Aber richtig rein hauen die. Wir lassen sie mal irgendwas fressen. Die Sau. Der Bigus Dickus. Nee, 37. Keine Kohle. Hä? Okay, die Kuh. Die Kuh bringt nicht so viel. Sind das diese Blumen hier, diese Pflanzen? Aber ich muss schon sagen, ich finde das irgendwie interessant. Regelrecht spannend. Keine Ahnung, warum das jetzt so ist, aber vielleicht... Vielleicht ist das tatsächlich das Rätsel der Lösung. Ach, wir hauen die Kuh weg, oder? Die 25, kann ich mir die Haare schmieren. So, weg damit. Weg damit! Obwohl, es müssen ja größere Flächen werden. Vielleicht geben... Ja, sowas vielleicht. Vielleicht gibt das nur Fettkohle, wenn hier auch größere Seen oder sowas... Sehenswürdigkeiten... vorhanden sind. Ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, unten kann man was weghauen. Oder sind es diese komischen Pflanzen, diesejenigen welchen hier? Ich versuche es erstmal mit... Naja, mit... was anderem. Hier oben mal ein bisschen mehr, oder? Tja, kein Plan. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich irgendwie überlebe. Ich hoffe, ich habe auch die Lebensenergie wieder zurückbekommen. Das wäre sehr schlecht, wenn nicht. Und ja, wieso im Nil vielleicht... Da geht es ja um Überschwemmung, da geht es um Fruchtbarkeit. Also entlang des Nils baue ich hier noch Bäume auf. Ich habe keine Ahnung. Ja, 12 Stück. Okay, wir rücken dem Feind zu Leibe. Au. Boah, die sind auch gemeingefährlich, die Scheißviecher. Was ist das? Arbeite dran. Oh Gott. So, der weg. Ja, ich helfe ja schon. Das versuche ich. Oh, schon verdaut. Village completely destroyed. Game over. Being a ruler is a difficult business. I thought you could handle it, but I see that I was wrong. Shall I alert the executioner, sire? No, the cook. He shall go back to waiting table. I'll be sure to leave you a good tip. Ah, ich muss wieder Tellerwäscher werden. Aber sie lassen zumindest ein bisschen was in Trinkgeld. Witzig.
Begreifst nicht. Scheiß auf die Kuh. Keine Kühe mehr, soweit das Auge reicht. So. Okay, in alle Richtungen buddeln. Vielleicht doch ein paar mehr Kämpfer oder so. Nein! So, da unten buddeln. Und hier buddeln wir nach oben. Ich habe keine Ahnung, was das hier eigentlich alles soll. Schöne Grünflächen, die Oasen immer weiter ausbauen, vielleicht. Kann man es denn wissen? Also ich nicht. Bin ja völlig. Lass doch mal, ne? Ja, super gemacht. Ganz toll. Wäre natürlich schön, wenn die komischen Abtauchenden zum Beispiel nicht durchs Wasser. Was war das jetzt? Hat's gemacht. Ist das vielleicht der komische. Der Windgeist, der hier durch die Wüste saust? Aber was weiß ich denn? Darf man nicht so laut sagen, Leute. Glaube ich noch, man ist hier irgendwie ein bisschen. Leicht an einer Klatsche. Ach, shit. Okay, wir haben jetzt Nahkämpfer, Fernkämpfer und keine Kuh mehr. Ist mir wurscht. 10 Hordlinge. Die bestimmt wieder aus dem Norden angreifen, selbstverständlich. So, ein bisschen was an Abwehr steht ja in der Heimat. Oh, ertrunken. Das möchte ich gerade öfter. Ach, sind die... Ist das zu tief? Ist das der Trick? Das haben wir schon mal gesehen, sowas. Ist das wirklich der Trick? Ja, 20. Total Crowns. Bisschen was durch die Crops. Geben 4 pro was auch immer. Next Fees. Ja, okay. Minus 90 heißt, die sind alle weg, ne? Ja. Hm. Sollen wir nochmal laden? Können wir laden das nochmal? Ich komme, wie man es wahrscheinlich merkt, hier nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Aber dass die hier. Warum sind die ertrunken? Ist das wirklich jetzt zu tief für die Herrschaften? Das wäre natürlich ein. Lass das. Das wäre natürlich ein Traum. Wenn es das wäre. Ne, ich muss das auch wieder. Komm, mach das mal die Karte, das ist doch so Quatsch. Das ist so schon nervig genug. Oh, da reicht's auch noch ein bisschen. Zack. So. Oder vielleicht sind es die Wasserpflanzen, aber die wachsen halt auch nur so, so bedingt, habe ich so das Gefühl. Es sind auf jeden Fall 2 oder 3 dick, weil es hieß ja auch, ne? Achtung, Achtung vor der Evaporation. Da schön aufpassen, Herrschaften. Und wenn ich das wirklich komplett dicht machen könnte, das wäre auch nicht schlecht, wenn die alle absaufen. Und auf der anderen Seite machen wir dann halt die Zäune. Können die aus dem Wasser kommen, wenn auf der anderen Seite Zäune warten? Das wäre auch mal eine interessante Sache. Dann könnte man sie da quasi ersaufen lassen. Vielleicht ist auch die Zeit, die sie brauchen. Vielleicht ist das entscheidend oder so. Und wenn sie zu lange tauchen, vielleicht können sie nur 1, 2 Felder tauchen, danach ersaufen sie. Das wäre natürlich toll. Also wäre natürlich grausam und schlimm. Aber irgendwie auch geil. Ja, ja. Aber wenigstens mal mit Mucke. Ne? Das haben wir am Anfang. War es ja relativ still. Abgesehen von gelegentlichen. Ah, perfekt. Die letzte Münze gerade rauskommen. So, 10
Hortlinge. Ich hoffe mal, ich kann so lange schwimmen. Fällt mir da gerade mal auf. Bin ich denn unfehlbar? Verdammt. So. Gut, das ist auch nicht der Trick. Lass die Hürde stehen, du Hund. Nee, plus 16. Wir haben trotzdem zwei Crops gefressen. Also ja, ich breite mich weiter aus. 16, okay. Ist vielleicht nicht so das Gelbe vom Ei. Was sind das für komische, ne? Pflanzen, die erwachsen. Also Wasser ist es doch nicht. Okay. Die normalen Bäume mache ich mal weg. Das ist echt anstrengend, hier den Wald zu roden. Ist ja fast wie in echt. Reicht das schon? Möglicherweise. Ach komm, ich mach das da links mal weg. Obwohl, vielleicht lieber nicht. Andererseits, da wird da noch mehr wachsen als das hier, oder? Also wenn es das wirklich gewesen sein sollte, weswegen es hier wächst, na, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Dann hat es aber auch den Tod verdient. So, ein Bäumchen. Unten vielleicht. Und wir kämpfen. Ich habe keine Idee, was hier wirklich dazu führt. Schon wieder der Wind. Au! Nix, Gulp, Gulp. Hier wird nichts gegessen. Lass du doch mal. Help! Jetzt noch diese Hunde hier. Autsch! 1, 2, au! Was ist das? 16 Mark. Was ist das? Toll, 16. Jetzt haben wir hier so ein Pflänzchen, aber was habe ich davon? Keine Ahnung. Ich verstehe das Spielprinzip nicht hier bei dieser Welt. Ich weiß nicht, ob ich da hinten wirklich Kohle bekomme. Ich lasse die einfach mal stehen. Kakteen mache ich mal Platz, das andere nicht. Und hier wird dieser komische Wind. Kann ich irgendwas finden? Ne, ich kann ja nicht so viel machen. Tja. Was mache ich da jetzt? Kämpfen und hoffen, dass ich überlebe. Greifen wie immer aus dem Norden an. Jedenfalls bevorzugt. Au. Oh, du Vielfraß. Was lässt du stehen? Weg bist du. Ah, noch einer? Nein! Ach du mieses Stück! 510. Außen nichts. Ich habe keine Kuh. Ich habe 1 minus 10 Crops. Gibt mir 4. Aber ich krieg 510.
Total Crowns. Keine Ahnung. Weil ich sie verbunden habe. Ist das der Grund, weil ich die jetzt angezapft habe? Ich habe keinen blassen Schimmer. Wir haben es Winter. Das heißt, die Kohle, die ich habe, entweder schaffe ich das oder schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Okay. Ich schätze mal. Wie wäre es, wenn ich das Geld investiere in Bogenschützen? Bogenschützen. Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Liegt es an der Menge von Wasser, die wir hier haben, oder? Was ist, wenn ich die einmauer, die Leute? Ist das eine gute Idee? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß es wirklich nicht, was ich hier machen soll. Was wird von mir verlangt? Doch mehr Wasser? Mehr Meerwasser. Es ist die Feuchtigkeit, die Fruchtbarkeit, die ich hier vorantreiben muss. Jetzt haben wir zwei Bogenschützen, so ein bisschen als Unterstützung. Jetzt kommen wahrscheinlich die dicken Jungs. Ja, da sind sie schon. Direkt angeschossen. Sag mal. Schon wieder krass beschossen. Ist mal gut jetzt. Ach, leck. Den ersten Schmack. Ey, ist gut jetzt. Mieser Hund. Nicht essen. Ja, ich bin ja da. Nein. Ach, nicht doch. Nom nom. Oh, der Dicke kommt. Wirklich? Ach, mein Heiltrank. Kann der ins Wasser? Das ist jetzt ein schlechter Witz. Ach, zwei von den Kollegen. Nicht hauen lassen. Der muss überleben. Oh, oh, oh. Ein Schlag haben wir noch aus und da ist ein Mana-Trank. Den kann ich mir irgendwie nicht nehmen. Das haben wir es wahrscheinlich geschafft, das Jahr. Jetzt wieder nur 148. Winter, Jahr 2. Ja, scheiße. Ich habe nicht genug. Your failure to pay taxes is an outrage. A grim feature awaits. Chauncey, welcome to Death's prison, servant boy. See how far saving the king's life gets you if you can't pay your taxes? And there's only one way to get out of prison. That's to pay your debt. Or get the key. Ach Gott. Es fehlten doch nur zwei verdammte lausige Taler. Zwei Taler. Finde ich nicht gut.
Nee, die kosten zu viel. Kuh bringt was. Kuh wird gut gebaut. Ach Gottchen. War das jetzt der Trick? Muss ich die dazu packen? Oh. Bitte nicht abgraben. Den eigenen Graben. Komm, Karte. Geht es mit der Maus vielleicht besser? Oh, okay. Ach, das Mäuschen gewinnt. Oder doch einen Bogenschützen vielleicht noch schützen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. It's a chance, ey, sagen sie wieder und heulen rum. You can count on me. Ja, ja, auf dich kann ich zählen, das glaubst auch bloß du. So, hier schön feucht. Amazonen. Soll jetzt irgendwas sagen? Aber das Zeug hier wächst auch nicht so hundertprozentig, ne? Muss es umgeben sein? Muss ich von mehreren Feldern vielleicht die Felder einschließen oder so? Ach, was weiß ich. Okay, Kampf. Ich habe keine Ahnung. Und es ist ein bisschen frustrierend. Muss ich zugeben. So, ich hoffe mal, er macht wenigstens ein bisschen seinen Job. Schon wieder einen abgesoffen. Wann saufen die denn ab? Und vor allem, dass er für so einen Billigtypen zwei Angriffe braucht. Ja, jetzt haben wir eine Kuh und ein bisschen extra. Okay. Minus 60. Das heißt, ich habe jetzt quasi... Was habe ich jetzt an Kohle? Total Crowns, 45. 45. What, Trees ist aber auch 0. 20. Normalerweise kam jetzt noch die... Was war das für ein Geräusch? Komm, machen wir eine Maus. So, zack. Ach, reicht wieder nicht. Okay. Ah, viel angenehm. Warum mache ich das nicht vorher? So. Mehr haben wir nicht, oder? Nö. Können wir direkt den Kampf eröffnen. So, jetzt müsste danach, wenn das verbunden ist, vielleicht kommt dann die Kohle. Vielleicht können wir nochmal Fettkohle machen, wenn wir das unten auch noch angleichen. Ja, 9 Hortlinge. Mhm. Dö. Und die anderen hauen halt auch richtig rein, diese Scheißviecher mit ihren... Genau, die hier. Ach, und die können mich auch währenddessen an... Alter, jetzt aber mal... Nix, help! Nerv nicht! Boah. Okay, tot. Ein Versuch noch. Dann ist Feierabend. So. Keine Ahnung, was das soll. Ach, wäre es doch richtig erklärt. So, jetzt noch ein paar Bäumchen vielleicht. Ja, ist ungewohnt mit dem Mäuschen. Aber großartig, Wasserpflanzen geben mir auch keine Kohle. Aha, ja. Dit.
Lass die Hütte stehen. Ein mieser Idiot. Ja, help, schieß. Boah, Schwein gehabt. 45 minus 90 heißt, sie sind beide weg. Ja, das lohnt nicht. Die müssen immer weg. Die hätte ich niemals bauen dürfen. So, wahrscheinlich wieder von vorne anfangen. Okay, der ist wenigstens gewachsen. Und das Ding auch. Wird wohl total toll sein. Hoch. Drücken. Warten. Toll. Oh, komm. Ja, so geht das schon ein bisschen schneller. Man spart auf jeden Fall auch Nerven. Ah, ich weiß mit B6. Ich kenne leider den Trick nicht. Ich weiß nicht, was hier gemacht werden muss. 9 Hordlinge, die natürlich von Norden bevorzugt angreifen. Und jetzt auch mit Assis. So. Wie ich es mir dachte, die können hier nicht durch. Guck mal, Wasser. Wasser mögen die gar nicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow. Dem geht's ein bisschen zu gut. Mit Wasser kann man die abhalten, okay. 50. Hugh Winthrop is planning on touring the kingdom this year, Chauncey. And to avoid traffic jams, he's banned all forms of transportation. Even I was surprised that he took my suggestion so quickly. Immigration will suffer, to be sure, but better yet, you will suffer. Okay, es kommen keine neuen Leute bei mir, oder wie darf ich mir das vorstellen? So, das haben wir verbunden, es ist Herbst. Es ist Herbst, hervorragend. Winter, dann sind wir fertig, leider. 1, 2, 3, 4. So, die sind alle verbunden. Ja. Aber dass sie nicht übers Wasser können, finde ich ganz nett. Reicht nicht. Irgendwo noch ein Baum? Natürlich nicht. Natürlich nicht. So, das wäre auch zu viel verlangt, würde ich mal was funktionieren. Aber ist interessant zu wissen. Das heißt, die, wie ich es mir schon dachte, die können nicht das Wasser überqueren. Das ist ein bisschen wie, was ist denn das nochmal? Langoliers oder sowas? Keine Ahnung. Die können dann nicht übers Wasser. Also nicht große Flächen. Aber wieso kriege ich die ganze gute Kohle nicht? Wo ist die denn abgeblieben? Dumme Kuh haben wir immer noch. Ist aber ein ganz gutes Lockmittel vielleicht. Kommen wir schon mal die ganz krassen. Ja, help. Was soll ich machen? Sag mal. Lass sie. Ach, du mieses Stück. Die scheiß Kuh ist auch weg. Ach, leck mich. Schnauze, meine ich. So. Okay, der ist wichtig. Last man standing hier. Bloß ab. Ja, komm, holst dir. Komm schon. Weg bist du. 25. Keine Leute mehr. Okay. Villagers minus 5. Einer lebt noch. Winter kommt und. Ach komm, jetzt haben sie kaputt geschlagen. Direkt wächst hier der Schnodder von denen. Ja. Ich muss 150 jetzt sammeln. Und das war auch wieder nicht der Trick. Mit dem
angliedern hier. Ich mit Anbindung, ich verstehe es nicht. Sind es Wasserpflanzen? Geben die ganz große Kohle? Keine Kohle ausheben. 45, mal gucken. Vielleicht kommen wir irgendwie durch. So, letzter Versuch, wenn ich jetzt den Löffel abgebe, ist Feierabend, Emma. Doch, nicht der. Ich habe ihn gleich getroffen, oder? Ha! Bei mir in die Falle gegangen. Was ist das? Nein. Was? Ach, alle wurden gefressen. Arschlecken. Arschlecken. Tja. Vielleicht geht's hier weiter, vielleicht nicht. Man wird sehen. Das ist ja eine nervige Scheiße. Ich verstehe es nicht. Wieso krieg ich in der Dings, in der Wüste nichts? Ich schau mal ins Handbuch, in die Anleitung. Ich dachte, das sei der Trick. Einfach Wasserflächen machen oder so. Ringsum vielleicht so ein Schutzwall aus Wasser. Ja, da kommen manche nicht so wirklich ran. Und das leichtere Viehzeug kann ich mir dann so schnappen. Aber selbst die Dickerchen kommen irgendwann durch. Was ist mit Wasserplattformen, auf denen Bogenschützen stehen? Schützen? Ich habe keine Ahnung. Schwierig, schwierig. Ich werde mal schauen, ob ich da irgendwas finde. Informationen, vielleicht war es das. Weil ich komme hier nicht weiter. Und 100 Mal dieselbe Sache machen, ist auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Ja, sehr, sehr ungut. Ich habe mir schon so gedacht, dass das irgendwann zu krass wird, aber was kann man da machen? Ich habe Seen gemacht, ich habe die Sachen angeschlossen. Manchmal kriege ich aus heiterem Himmel 500 und ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe keine Kuh da stehen, ich habe keine großartigen Felder oder sowas. Ein Männlein überlebt, bam, 500. What? Was habe ich gemacht? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn irgendeiner im Wasser ertrunken ist, ist auch Quatsch. Dass es irgendwie Nährstoffe sind. Das hat nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Beim nächsten Mal vielleicht mehr. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis zum vielleicht nächsten Mal bei der Horde. Ciao, ciao.